Hallo und willkommen zurück zu King Arthur Knight's Tale. Wir werden weiter dem roten Ritter hinterherjagen, aber zunächst müssen wir noch gerade ein bisschen Geld ausgeben, auch wenn es da quasi nichts mehr... Haben wir im Hospiz alles? Ja, da gibt es nicht mehr viel. Im Hospiz haben wir alles, im Zauberturm haben wir alles, im Übungsplatz haben wir alles... Beim Händler haben wir nicht alles, aber das hier geht halt nicht. Bei der Kathedrale, ja, da können wir weiter einkaufen. Aber bringen tut es natürlich nichts. Plus eine Verletzungsmarke. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Das würde uns auch helfen. Aber ja, das soll es da jetzt gewesen sein. Dann gehen wir zu... Die schwarze Festung, Mitternachtsherz. The chase continues, and we are only a step behind the creature we used to know as the Red Knight. He is bound by a necromancer spell, with a charred hole where his heart had once been. Stuck between the world of the living and the dead, he cannot be killed until his blackened heart is destroyed. Our final destination is the keep of his ally, the similarly wicked Black Knight. Ich gucke gerade noch mal was nach. Wir haben zwei pro Richtung, zwei Leute, die wir speziell anheuern können. Und die kamen jeweils mit ihrer eigenen Quest. Und wir haben in die gegenüberliegende Seite eine Questreihe. Und die kam jetzt, glaube ich, mit drei Quests. Wir hatten aber ja auch noch die Diagonale. Da ist einer drin. Aber den haben wir, glaube ich, nicht platt gemacht. Und den Dagonet. Da kann ich mich jetzt zumindest nicht dran erinnern. Aber trotzdem hat man alleine, wenn ich mich jetzt in die Richtung bewege oder in die Richtung, dann sind das ja eine Quest, zwei Quests, 3, 4, 5 Quests, die da von den Leuten schon anders sind. Plus die gegenüberliegenden Quests, wenn die ja durch 3 Quests eingefangen werden und die auch. Also hat man satte 11 Quests, die anders sind. Das ist schon ordentlich. So, aber dann wollen wir mal loslegen. Bewegst du dich im grün hervorgehobenen Bereich, kannst du in diesem Zug angreifen. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir den roten Ritter finden. Through the fog and mire, I can feel a rotten heart beating. It's buried there, in the infamous Black Keep. Dann möglicherweise töten wir jetzt nur den... Ne, das ist jetzt der Dämonenkönig. Naja, mal gucken. Vielleicht sind die auch beide hier. Hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch so. Also bei dem... Anderen. Who dares to tread the Black Lands uninvited? Who wants to brave the Black Knight's Keep? Name yourselves. Das geht euch nichts an, Soldat. Treten zur Seite, bevor wir euch niederstrecken. Wir sind die Ritter der Tafelrunde. What is your purpose here? Euer Meister hat einen Gast, den roten Ritter. Wir haben eine Fehde mit ihm. Okay. Ja, die sind also hier zusammen, also wir werden beide umbringen. Oh, you have no quarrel with the Red Knight. As long as he enjoys our hospitality, my duty is to protect him. Schon wieder. Gut, das Reden war ermüdend. Schon wieder. Ja, okay. Wir haben... Oh, was ist das denn für einer? Ein Kundschafter. Okay, der könnte böse werden. Der kann sich ja dann tarnen und so. Das wäre vielleicht nicht ganz so cool. Dämonenritter, der... Okay, da müssen wir nochmal genau gucken. Also der kann anrauschen. Und da haben wir auch noch Schildwache. Okay, die können wir ignorieren. Der muss so weit laufen, der kann erstmal nicht. Also, da haben wir noch einen Kundschafter. Das ist schon mal ein ordentlich heftiger erster Kampf hier. Na, da kann man zwar rein, aber das ist nicht viel. Der kann rumpeln, die beiden können anstürmen, was eigentlich noch böser ist als das Rumpeln.
Dann haben wir die Typen. Die Schützen und ein Kaplan. Was kann der? Der kann heilen, wenn ich das richtig sehe. Lebenskraft wieder. Ja, ja, den können wir wahrscheinlich ignorieren erstmal. King and Country. Okay. Wir könnten die beiden angreifen. Naja. Schön wäre es natürlich, wenn wir da noch jemanden erreichen könnten, aber das wird eben nicht funktionieren. Und die stehen auch alle wieder so versetzt, dass wir mit dem Magier ziemlich wenig machen können. Und wir müssten eben den da eigentlich auch töten. Also, naja. Okay, also wir könnten den dann nach vorne schieben. Der kann da eigentlich nichts. Also der ist im Grunde egal, aber ja, damit würden wir den nach vorne bekommen. Das würde aber erstmal nicht wahnsinnig viel bringen. Okay, aber ich habe einen Plan. Wir könnten mit dem nach, naja, nee, wir könnten den zwar rüberschieben, dann auch noch da nach links hin, aber das kostet für uns dann so viel, was wir da verwenden müssen, dass sich das auch nicht so wirklich rentiert. Na, das wären drei. Der eine hält auch nur diesen Angriff aus und ist ja sofort tot. Das sieht aber ganz gut aus. Also das machen wir so. Wir gehen jetzt darüber. Na, wir müssen noch ein Feld rüber. Dahin. Den sollten wir jetzt idealerweise genau dahin. Naja, ist doch nicht hingefallen, aber das ist okay. Jetzt können wir hier drei treffen. Damit schubsen wir die aber wieder weg. Wir nehmen jetzt erstmal den. So. Und den hier hauen wir auch noch drauf. Der stirbt sowieso. Eigentlich ist das egal. Die anderen haben aber alle. Naja, die haben alle Schutz. Den anzugreifen macht sogar mehr Schaden. Aber vielleicht sollten wir das überhaupt nicht machen. Das Blöde ist eben. Your command? Your orders? Also wir kommen an denen nicht mehr dran danach. Der würde dahin geschoben werden. Wir können aber hier mit dem Charakter auch nicht mehr machen. Wir könnten zweimal schießen. Wenn wir den anderen Angriff nehmen. Der Vorteil hier wäre, dass natürlich auch noch andere verletzt werden würden. Machen wir das. Und dann machen wir hier den Schutz an. So. I fight for honor. Die werden eben weggeschoben, sobald wir den Feuerball draufhauen. Das heißt, das wäre da nicht so super. Es könnte sogar helfen, weil der dann nach unten geschoben wird. Und dann könnten die auch wieder angreifen. Also machen wir das jetzt so. So. Der tickt für my Camelot. Der hat natürlich jetzt hier auch also der ist natürlich jetzt gefährdet. Der hätte wahrscheinlich da weggemusst. Naja, das war. Mit dem hätte man weggemusst.
Your command? Der kann nichts mehr machen. Der könnte natürlich hiermit noch. Der ist auch. Der würde draufstürmen. Also dann müssten wir Kram hinzaubern, damit er das nicht tut. None can stand in my way. Time to feed the ravens. At your service, my lord. Ob das so klug war, weiß ich noch nicht. Also der kann jetzt dahin. Der tötet den damit und kann dann theoretisch nochmal angreifen. Aber ich glaube, der wird jetzt... Der kriegt dann nochmal Punkte. Und, ja, mach mal das. Und halt seinen Buff damit höher. So. Okay. You must be really desperate. Der muss auf jeden Fall woanders hin. Den übernehmen wir hiermit, dass der hoffentlich da wen angreift. Und dann... Wir hatten Debuff. Panik. Ah ja. Let's see if I could help. Naja, das wird aber schon jetzt wahrscheinlich direkt mal haarig. Ja, das hat gut funktioniert. Und der rauscht nicht an. Mhm. Oh, ja gut, Feuersturm. Das läuft ja sogar da rein. Das Problem ist bloß, dass wir natürlich da jetzt auch nicht wegkommen. What's it gonna be? For king and country. Naja. Der Merlin. Na, der könnte darüber. Und dann einfach Feuerbälle werfen. Ja, schön ist es aber auch nicht. Your orders? Ja. So, der ist fast tot. Wenn wir mit dem Merlin noch angreifen, dann muss gar nicht mehr so viel Schaden durchgehen. Der würde dem halt das Feuer drauf geben und dadurch würde der auch sterben. Also machen wir da einen Angriff drauf. Dann schießen wir den einmal an. Oder sollten wir den zweimal anschießen? Aber den zweimal anschießen, dann könnten die den direkt versenken. Machen wir das. So. Your orders? Dann würde der jetzt hier direkt wieder neue Punkte bekommen. Und, weiß es gar nicht, hat wahrscheinlich jetzt auch den Cooldown dadurch bekommen. So, der ist aber eher uninteressant. Der ist der Interessante. Da müssen wir hin, weil der anstürmt und dadurch verlieren wir eine Runde, wenn er das hinbekommt. Mit dem müssen wir auf jeden Fall da raus. Der stirbt. I can take them all. Die konnten auch nicht anstürmen. Die können zwar Schaden machen, aber die sind an sich eher harmlos. Dann würde ich sagen... For king and country. Würde ich erstmal gar nichts sagen. Da können wir nicht durch die... Also die Rüstung ist blöd. Da kommen wir halt so oder so nicht wirklich dran. Okay, laufen wir mit dem Balen ran.
Wir könnten eben auch die beiden da wegrumpeln auf dem Weg quasi. Ja, machen wir so. Und dann gehen wir weiter. Okay, damit ist der auch gestunt. Sollte dann nichts machen können. Okay, wir müssen weiter hier diesen Krempel holen. Aber wir gucken mal. Schildwache, den könnten wir... Der Weg ist da sowieso versperrt. Den können wir wahrscheinlich sogar ignorieren. Dann hauen wir das hier mal drauf. Dann wird der wahrscheinlich weglaufen wollen und wird dann zerschnetzelt. Mhm. Dann haben wir nochmal einen Angriff hier. Ja. So. Und dann können wir den rufen. Das ist gut. Und dahin. Der sollte hoffentlich nichts machen können. Gelegenheitsangriff, ja, wunderbar. Super. Sehr gut. Gut, der. Ah, ja, okay, aber das ist eher egal. Okay. Weil der müsste jetzt so viel Aua machen, dass es keine große Rolle spielt. Vielleicht kommen wir aber auch. Ne, kommen wir nicht. Den mit dem anzugreifen ist eigentlich dämlich. Der Schild ist da einfach zu ordentlich. So. Dann greifen wir den an und schieben den nach vorne. Und den töten wir hiermit. Jawohl. Jetzt kann der den von hinten angreifen. Hervorragend. So. Kneel before your king. At your service, my. Naja, der kann zwar jetzt noch dahin laufen. I fight for honor. Na, gucken wir mal, ob der nicht noch irgendwie was machen kann. Wir könnten mit dem theoretisch auch den hier umpusten. Ja. For honor. Also machen wir das so, dass wir... Ne, machst du das so, dass wir den töten? Na, das geht leider nicht. Naja, ist doch egal, der wird nichts mehr machen können. Your command? Ja, das war's. Da ist nochmal 9. Aber gut, da passiert eben jetzt nichts mehr. Okay. Your orders?
Der ist auch Matsch. Oh, wunderbar. Das hat doch sehr gut funktioniert. Und da stehen wir auch direkt vor der Kiste. Ophelia. Okay. Ich muss noch einen kleinen Schnitt machen. So. Dann wollen wir mal weiter. Wir hatten auch direkt noch einen Rastplatz. Oben können wir nicht rein. Easy there. Mhm. You must have heard all sorts of tales about me. Some of that, I assure you, are nothing but exaggeration. Some of them, probably not. Okay. Oh, da ist noch eine Kiste. Oh, stehen wir direkt hier. Shouldn't be here. Shouldn't be here. Okay. Ja, das ist schon eine ordentlich große Karte. Wenn die anderen Kämpfe auch so knifflig werden wie der, dann wird das eine ganze Weile dauern. I am Mordred, nemesis of King Arthur, the dreadful knight of the legends. I am supposed to be dead, and yet here we are. Oh, oh, oh. Interessant. Halt! Who goes there? Hmm? I fight for honor. Beide können wir da jetzt leider nicht treffen, aber das ist, glaube ich, in Ordnung. Die werden jetzt nicht so lange leben. Mhm. Schieben wir den mal weg. Den können wir nicht treffen. Der hat ein bisschen mehr. Ja. Okay, wunderbar. Der tötet ihn nicht und kann danach auch nicht nochmal angreifen. Machen wir erstmal den drauf. Wir müssen auf jeden Fall einen davon töten. Genau. Damit bekommen wir Punkte. Und dann ist der andere auch hinüber. Und dann müssen wir noch schauen, wie wir die erledigen. Naja, das ist ein bisschen blöd. Den könnten wir damit ausschalten. Naja, der hat zwei Bewegungen. Ja, genau. Dann gehen wir da rüber und dann können wir den angreifen. Dann verbrennt der auch direkt. Brand 69 bis 77. Holla die Waldfee. Ja, den können wir eben leider... Naja, das reicht im Grunde ja auch, also... Ach, der verbrennt auch. Ja, sehr schön. Okay, das war jetzt... Das war doch sehr peaceful. Das war jetzt schon ein bisschen einfacher. This fragile shell I inhabit is how people remember me from my past. Mm-hmm. I shall put this to good use.
Okay. Kommen wir da hin? Ja. Ha! Oh. You must be the fiends who slaughtered Brother Cain and Master Drake. Und wer seid ihr? Bruder Locke. Sie haben bekommen, was sie verdient haben. Und wer seid ihr? I'm Locke, Whisperer of the Dead. The last of my coven. Welcher Zirkel? A brotherhood of wizards, pursuing the art of necromancy. We are bending the dead to our bidding. Klingt gut. Wo ist der Rote Ritter? The Red Knight must not be disturbed. He needs his rest before his ascension to our new king. Ah, ich glaube nicht. Seid ihr wahnsinnig? Wovon redet ihr? The bloodied one, who has no soul and no heart, who is neither dead nor living, shall ascend as the king of demons. Ich bin noch nicht überzeugt, dass ihr nicht wahnsinnig seid. Wo ist das Herz des Roten Ritters? How do you know of this? Have you defiled the great grimoire? The Liber Atrum Cortis? Who helped you read it? Das hat euch der Teufel gesagt. Spielt das eine Rolle? Ihr werdet hier ohnehin sterben. Oh, wir haben dieses Buch mit Sicherheit entweiht. Seldrick hat gerne geholfen. Wir haben dieses Buch mit Sicherheit entweiht. Sacrilege. The essence of my departed brothers still lingers around you. They want revenge. Let's not keep them waiting. Ihr werdet ihnen bald folgen, Zauberer. Okay, der wird wohl Tote rufen. Ihr werdet ihnen bald folgen. Und vermutlich ist es hier dann auch so, dass die alle wieder verpuffen, sobald der tot ist. Your command? Wir werden es einfach mal testen. So. Mach mal erstmal den da. Das ist so gut. Dann einmal den da. Der könnte jetzt noch nach vorne. Na, das sowieso. Okay. Das geht nicht. Kneel before your king. Dann haben wir noch Schatten. Es kann natürlich sein, dass sie dann noch überleben. Das wird dann nicht so gut. I fight for honor. Der könnte einmal schlagen, aber der macht nicht genug, um den dann zu töten. Also müssten wir den auf jeden Fall noch mit was anderem angreifen. Und da wäre... Den hatten wir ja. Ja, mach mal den. Ausgewichen. Was zur Hölle? 50%! Ein Angriff auszuweichen. Ah, das ist ja fies. Okay, dann müssen wir den hiermit abfackeln oder so. Wir können auch den nehmen. Wir hätten da noch zwei frei. Gucken wir mal, wie viel Schaden das macht. Das war schon eine Menge, aber das reicht leider nicht. Also um den jetzt mit den Flammen kaputt zu bekommen. Also müssen wir den hier machen. Der ist aber, glaube ich, super langsam. Der kann eh nicht angreifen. Der ist da kritisch, ja. Gucken wir mal, was jetzt passiert, ob die Skelette alle verpuffen. Ne, tun sie nichts. Okay. Das heißt, da müssen wir uns jetzt doch noch so ein bisschen um ein paar kümmern. Gucken wir mal, wer von denen jetzt gefährlich werden könnte. Die ganze Seite nicht. Außer die Schützen. Die können auch alle nichts mehr machen. Da haben wir noch den Schatten. Schalten wir den Schatten aus. Sword or sorcery?
Das müssen wir anmachen. I could be of some help, I suppose. Dann. Setzen wir den dahin. For King and Country. Der könnte da hin und den auch mit einem Schlag kaputt bekommen, glaube ich. Ja, das machen wir auch. Der kriegt halt da nicht diesen Buff angerechnet. Die sollten aber nächste Runde alle tot sein. Da müssen wir bloß gucken, wie wir die mit den AOEs möglichst effizient platt bekommen. Ach so, die schützen natürlich nicht. Also kommt jetzt ein bisschen drauf an. Die machen aber auch keinen Schaden. Naja. Okay. So. Na, die stehen schon ein bisschen ungünstig. Ja, das Blöde ist wirklich, dass wir da keine zusätzlichen Punkte durchbekommen. Und der funktioniert ja auch nicht. Your service, my lord. Ja, also wir könnten da jetzt noch einen abschlachten. For my Camelot. Das reicht gerade so nicht. Do you need any wise word? Wir könnten die drei treffen und versenken. Aber eigentlich könnten wir alles Mögliche treffen und versenken. Mit dem... Da sind noch vier übrig, das reicht nicht. Sobald die am Brennen sind, sind die tot. Ja. Der kann aber sowieso nichts machen. Der auch nicht. Ah, den kann ich jetzt gar nicht erreichen. Greifen wir den einmal an. Den. Und den. So, die drei sind tot. Your orders? Oh, schön. Okay. Dann... Na, den müssten wir trotzdem zweimal angreifen. Das machen wir ein bisschen anders. Wir müssen gucken, dass wir hier nach links rauskommen. Wenn ich die jetzt da angreife, dann... Schiebe ich die dem Schützen ran, das wäre nicht so gut. Also machen wir das mal so. Okay. Der könnte jetzt den hier immer noch verwenden. Der ist tot. Machen wir das. Den kriegen wir leider nicht. Den brauchen wir wahrscheinlich dann auch gar nicht angreifen, weil das keinen Sinn macht. Das heißt aber natürlich, dass der Schütze getroffen werden wird.
der hier ist, also die sind jetzt beide dann ein Problem. Da könnten wir außer Reichweite laufen. Weil dem machen wir nicht so viel. Ja, greifen wir den an. Und dann gehen wir da rüber. So. Dann gucken wir mal. Der muss ja hier jetzt durchkommen. Der kann quasi nicht durchkommen. Der tickt für 9. Naja. Ja, mach mal so, dann ist der sicher tot. Da ist das Zeug direkt weitergesprungen. Der ist fast im Eimer, aber wenn ich den jetzt töte. For my Camelot. Dann kommt der ja immer noch nicht weiter. Weil der Weg blockiert ist. Wir hätten noch den hier. Das könnten wir auch da drauf verwenden. Das können wir aber besser da drauf machen. Dann ist der nämlich auch tot. Ja. Okay, dann hauen wir den mit dem platt. Ach, weil der Abschlachtung war, ist er ja gar nicht hier Leiche gewesen. Okay, wunderbar. At your service, my lord. For my Camelot. Mhm. Your command? Der kann aber wahrscheinlich jetzt da weiterlaufen, genau. Time to feed the ravens. Naja, da habe ich halt nicht viel mit AOEs machen können, leider, sonst wäre da mehr gestorben. Wir müssen jetzt eben gucken, dass wir den Rest, das sieht zwar viel aus, es ist aber nicht mehr viel, dass wir den Rest innerhalb von der nächsten Runde platt bekommen, ansonsten fangen die ersten wieder an aufzustehen. Die beiden sterben ja jetzt auch noch. Der stirbt auch. Ja, okay. Na, da ist leider nichts durchgekommen. Auch tot. Na, ja, die stehen aber schön da. Ja, das wird jetzt ordentlich reinhauen. Damit würden wir 3 erledigen. Wir können aber hiermit noch mehr erledigen. So. Kneel before your king. I fight for honor. Ja, das ist auch wieder so minimal noch drüber. Dann machen wir den. Der hier steht eben jetzt wieder auf. Time to feed the ravens. Okay, abgeschnetzelt. Jetzt können wir den drauf machen, aber wir müssen jetzt mal schauen. Ja. What's it gonna be? Your orders? None can stand in my way. Naja, alle kriegen wir nicht tot. Die Banshee wird wohl am Leben bleiben. Na, wir könnten. Ich weiß nicht, ob der Kill dann zählt dafür. Ich probiere das mal aus. Ich laufe jetzt mit dem darüber.
töte dann den. Genau, das hat mir Punkte gegeben und den Cooldown zurückgesetzt. Und damit kann ich das benutzen. Und dann sieht das auch schon wieder besser aus. Jetzt können wir einen hier mit dem ausschalten. Der kann leider nichts machen. So. Und fertig. Ja. Okay. Das war auch wieder ein schöner Kampf. Da hängt einer rum. Gucken wir erst noch die... Erkunden wir hier erst noch gerade ein bisschen. Bevor wir den Dorfbewohner retten. Aha. Okay, naja, dann gehen wir mal zum Dorfbewohner rüber. Beziehungsweise zu diesem Typen, der sich da hinter dem Gebäude versteckt. Ja, hinter dem Wall. Ah, okay. From now on, you will serve the Red Knight. Kneel and swear fealty to your new lord. I would rather die than serve that horrible creature. Then you die. Wait, the enemy is here. To arms! Danke, ein kleines Momentchen, da kommt doch jemand. Dämonenritter. Massenhast. Massenhast ist nicht so gut. Und diese Winterbrut ist doof. Haben wir hier irgendeinen besonderen? Dunkler Magier. Na, das ist so. Okay, der macht aber nicht so viel Schaden. Das ist zwar fies, aber. 16 bis 28 ist jetzt kein Beinbruch, wenn er den Falschen trifft. Machen wir erstmal den. Naja, dann stirbt er zumindest durchs Gift. Und der da wird verlangsamt. Das ist auch gut. Der kann wahrscheinlich... Ja, der kann anstürmen. Den sollten wir ausschalten. So, wir haben ja immer noch den Merlin. Ach, der kann auch anstürmen. Naja, aber der ist noch so weit weg. Na, vielleicht sollte ich das auch auf den draufhauen. Mit dem müssten wir rumpeln, aber leider wird das die nicht gut treffen können. Ach, dann muss er noch da vorbeilaufen. Ja, das ist ein bisschen... Bisschen scheiße. Ja. Your command. Der kann nichts mehr machen. Wir müssten... Es wird nicht schön funktionieren, aber ja, das ist blöd. Ja, den hätte ich gerne gekillt. You think I can't fight? Jetzt kann ich den nicht mehr erschießen, oder? Ah, der konnte ich sowieso nicht erschießen. What do you want? Nein, das ist doof. Okay, dann machen wir den damit. Das sollte reichen.
At your service, my lord. Mm. So. Der geht ja auch eins weiter, auch wenn das da nicht gescheit dargestellt wird. Das heißt, wenn wir da jetzt, dann müssen wir immer noch zwei hochgehen. Oder wir gehen einmal diagonal. Machen wir das. Genau. For Camelot. Mhm. Verlangsamung und weniger AP. Das sollte ganz ordentlich funktionieren. Und der wird wahrscheinlich auch von dem dunklen Magier dann angeblitzelt werden. Machen wir mal hier den Schutz an. At your service, my lord. So, den Magier haben wir noch. Und idealerweise würde ich den da und den anderen da treffen. Das heißt, wir müssen da ein Feld nach links, um das da reinzuhauen. So. Naja, der kann zwar anrauschen. Und ich hoffe mal, dass die nicht angegriffen werden von den Gegnern, aber wer weiß. Sword or sorcery? Der könnte eben, na, den einen Schritt noch gehen. Super. Okay, das war's. Da kommt noch das Gift. Naja, das Gift war schon. Naja, die greifen leider die Zivilisten an. Ja, das habe ich gedacht. Der ist aber dann auch, glaube ich, nicht so wirklich zu retten. Naja, und dann haben sie sich da jetzt auch noch selber verletzt. Dorfbewohner ist ein Nichtkämpfer. Mhm. Naja, die könnten wir die müssten wir nochmal treffen. Das sind jetzt auch eigentlich die wichtigsten. Naja, mach mal so. Time to feed the ravens. Ja, das Blöde ist halt bei dem, dass der explodiert. Also idealerweise sollten wir den anderweitig umbringen. So. Und dann machen wir... Na, das geht nicht. Do you need any wise words? Your orders? For king and country. Naja, das ist natürlich irgendwo ein verschenkter Angriff. Na, das müssen wir so machen. Mhm. At your service, my lord. Wupp. Und damit sind wir auch schon bei Magier. Gut, aber wir haben da noch ordentlich Gegner. Wir können die Gegner natürlich hier auf den ziehen, beispielsweise. Und vielleicht sollten wir das auch machen. Der muss da auf jeden Fall raus. Kann auch einfach nur dahin. Aber schöner wäre, wenn wir die, genau, wenn wir die Kleinen da angreifen könnten. Wir könnten dahin. Können wir dahin? Machen wir das so. Mhm.
das ist nicht super. Das wird mit dem Brand auch nicht reichen. So. Dann sollten die zumindest jetzt hoffentlich den angreifen und nicht die Zivilisten. Jawohl. Your command. Der kann auch nur einmal schießen jetzt. Sword or sorcery? Machen wir das auf den. Der steht im Feuer, der muss sich also gleich noch bewegen. Mhm. Das war's. Na, doof, Mann. Ist dann verbrannt. Naja, es ist nicht verbrannt. Die kriegen halt Schaden, wenn die den treffen. Ja, irgendein Rüstungs... Reflektionsgedöns. Okay. Ja, der hat keine Ausweichen. Den machen wir jetzt hiermit kaputt. Und den können wir sogar von hinten angreifen. Charge. Hm. Your orders? Na, gehen wir ein Feld weiter. Sword or sorcery. Okay, mit dem räumen wir hier noch auf. Und die sterben jetzt alle. Ich meine, wir können hier noch so schießen, aber... Ja, das war's. Time to feed the ravens. Thank you for saving us, good knights. Was geht hier vor? We got recruited from our village to serve the Red Knight. I told them that I never touched any weapon in my life. Hm. Einfache Bauern als Soldaten, warum? From what I heard, the Red Knight has gone truly mad. He is killing his own men, and the rest fled in terror. Nun gut, es steht euch frei zu gehen. Ja. Weiß jetzt nicht, ob das irgendwas gebracht hätte, wenn wir alle drei gerettet hätten, aber... Naja. Das werde ich jetzt dafür nicht nochmal machen. Wenn jetzt alle krepiert wären, dann hätte ich das nochmal probiert. Und der ist sogar da stehen geblieben. Nee, das ist der tot ist, oder? Ich da auferstanden. Hm, na gut. Das soll... Hm? Dann aber auch dieses Mal... für dieses Mal gewesen sein. Dann werden wir beim nächsten Mal
hier weiter erkunden. Ich denke mal, da werden wir noch ein bisschen was zu tun haben. Es kann aber sein, dass das hier nur von der Karte ein bisschen blöd ist, dass man hier gar nicht hin kann. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Neue Folgen immer samstags und sonntags. Gerne den Kanal abonnieren. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.